Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Me and the Canto Live 2. Jo, ich hoffe, es hat euch die letzte Folge gefallen. Und ja, jetzt sind wir noch immer da am Dreschen. Und jo, jetzt werden wir das hoffentlich bald einmal abschließen da. Und ja. Mann. Komm schon, schieb. Hier waren, komm. Eieiei. So, jetzt ist aber gleich voll der Drescher. Eieiei. Schön einmal abdanken gehen, noch einmal mit zum Garnier. Dann werden wir hoffentlich bald einmal fertig damit abenden. Und ich muss einmal schauen, wo der Herr Müller ist. Ring. Ja? Ja, grüß Gott, Herr Müller. Und zwar hätte ich eine Frage. Wissen Sie, ob es von der Stadt Unterstützung gibt, bezüglich Landwirtschaft? Zuletzt habe ich gehört, wenn du auf Bio umsteigst, kriegst du eine Subvention. Ah, okay. Aber du könntest mal ich weiß es aktuell nicht, weil... Ich weiß, was mit dem Bürgermeister los ist, ansonsten musst du an der zweiten Stelle mal anfangen. Das, die zweite Stelle ist nämlich der Chris. Okay, werde ich machen. Danke für die Information. Jo, kein Problem. Ciao. Ciao. Jo, da haben wir gerade gehört, es gibt was, aber nur wenn man auf Bio umsteigt. Ja, wir haben eh keine Chemie aufgetan noch bis jetzt. Ich muss ja mal mit dem Herrn Ludwig drüber reden. Und das ist... was wird. Aha, was? 1500 mehr? Wenn das jetzt alles war für Schwad und Gmin, dann...
selber machen. Jo, aber ich schau einmal, ob wir da bald einmal fertig sind mit Operen. Schau. Okay, schauen wir nur mal, was los oder ansteht, sagen wir so. Aber jetzt geht's schnell. Ja, und jetzt fahren wir nicht mehr auf, oder wie? Hintere Stückchen ist von mir. Warte, muss man ein Lootrek bauen. Oder soll er mal machen? Wie das funktioniert. Der hat wahrscheinlich ein bisschen zu schwach oder der Schneider. Welcher? Komm, fahr jetzt. Grüß Gott, bist du der Herr Kleiner? Ja, grüß Gott. Ich hätte eine Frage. Kaufen Sie sich Asche an? Ja. Weil ich hätte da ein paar Ballen. Wie viel wären das? So pro 1000 Liter.
Wart kurz, ich gebe einmal das Telefon weiter und den Heribert Ludwig. Da Ludwig, da. Na, guten Tag. Guten Tag. Ich würde gern Silage verkaufen. Wie viel könntet ihr mir da bieten? Silage, ne? Ja. Ballen oder? Es ist in Ballenform, aber ich kann es Ihnen auch gerne dann in Dose bringen. Nächstes Mal. Gut, also. Da könnte ich Ihnen pro 1000 Liter natürlich schöne 900 warten Sie. 1000. 1000 pro 1000 Liter. Das heißt pro Liter 1 Euro. Ja. Das ist ein guter Preis. Ja, gerade steht der Markt aber auch tatsächlich relativ gut dafür. Also ist grad, geht gerade gut von der Hand. Ja, dann werde ich mich dann nochmal mit dem Josef unterhalten, mit dem Händler. Oder mal auch mit irgendeinem Transportmittel oder einem Ballenspieß oder irgendwas, damit ich die zu euch transportieren kann und dann bringe ich euch hier einen Hof. Ich kann nur euch sagen, es sind 5 Ballen zu je 3500 Liter. Mhm. Ja. Das heißt, es sind 17.500 Liter. Ah, ja, dann freue ich mich auf die beiden. Ja. Und das ist dann auch 17.500 Euro, ist damit noch wenig. Ja, aber gerade, also gerade kann ich mir das leisten, so gute Preise zu zahlen. Ja, ich habe bald auch noch, weil ich bin gerade, die erste Wiese habe ich jetzt gerade genäht, die kleinere und die größere bin ich dann unterwegs, die zu nehmen. Ja, ich würde Ihnen das Telefon dann mal wieder dem Herr Kleinert geben, das ist ja gar nicht meins. Ja, gut, passt. Dann würde ich sagen, ciao. Ciao. Ja, so, hier Ihr Telefon. Danke. So. Ja. So. Ludwig? Ja. Ja, das obere Feld wird aber schwer zu ernten. Ja. Ich kann nicht mehr vorstellen, tatsächlich. Hallo, ich stehe auf voll los und es bewegt sich gar nichts. Willst du mal probieren? Ja, geben Sie mal her. Geben Sie mal her, die Maschine. Genau. So, erstmal hier das Geben. Ich mache das jetzt von der anderen Seite. Ja, ich lasse mich ja jetzt von einem Profi beraten. Ich stelle mir auf die Seiten und schau zu. Erstmal aus mit dem. Oh Gott, nicht das hier umfallen. Vorsicht. Jo. Schaut euch schon einmal besser aus wie bei mir. Ja, also ich als jahrelanger Profi weiß das natürlich, wie es geht. Kommt halt hier so lang, hier sollte es jetzt gehen, oder? Wenn ich jetzt so rumfahren würde. Ja, aber von so geht's halt nicht. Ja. Ist ja schon alt, ne? Ja. Mit 200 PS hat das Teil jetzt mehr als unser Johnny hat. Aber der Schneidwerk bremst vorne ein bisschen. Ja, ich glaube, das ist ein ganz bisschen zu tief vielleicht. Ja, das könnte sein. Müssen wir mal den Herrn Dings fragen vom Händler. Ja. Generell eine Inspektion wäre vielleicht für das alte Teil auch mal wieder ganz gut, ne? Jo. Ja, würde ich dann bei Gelegenheit auch gucken, wann der nächste TÜV-Termin ist. Dann könnte man dann da vielleicht mit einbinden. Das wäre gut, Teddy. Und wieso habe ich jetzt eigentlich so oft hier, mich haben ganz viele Leute gefragt, ob wir eine Tankstelle haben. Wurde das bei Ihnen auch gefragt? Ja, der Herr Günther Faul, oder wie er heißt, der Günther, war da und hat gefragt, ob wir eine Tankstelle haben, weil sonst müssen sie extra spezial abgesiegelte Betonplatten drauf machen, wegen der Umwelt, falls da mal was daneben geht. Und ja. Da habe ich gesagt, wir haben keine, außer es ist eine, dann muss ich noch Bescheid geben. Ludwig? Ja, nee, wir haben ja keine. Ja. Ja.
Was sagt denn der Korntank? Wie viel Prozent? 41. Ah, ich gehe mal zum Johnny holen. So, meine lieben Freunde, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Schreibt gerne ein nettes Kommentar. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.